Ja, hallo zusammen. Einige von euch werden es kennen. Es kommt ganz gut Traffic auf die Seite, auf die Webseite oder in den Online-Shop. Aber daraus resultieren nur wenige Leads oder fast gar keine Sales, keine Deals. Marketing ist damit nicht happy, Vertrieb erst recht nicht. Das einzige Ziel ist also einfach mehr Leads zu generieren. Jein, wir wollen auch bessere Leads und Kontakte, aus denen Kunden werden. Also im Endeffekt mehr bessere Leads. Und dazu, wie wir Leads und Leadqualität steigern, beziehungsweise hochwertige Leads generieren können, habe ich euch heute drei Tipps beziehungsweise Updates für den Google Ads B2B-Bereich mitgebracht. Mein Name ist Michael Kühn. Ich bin Senior Consultant im Paid Media Bereich bei der Agentur Morefire im schönen Köln und habe mich seit einigen Jahren auf den Business-to-Business-Bereich spezialisiert. Was erwartet euch in der nächsten knappen halben Stunde? Als erstes gehen wir auf das Thema Google Ads und CRM-Verzahnung ein. Also wie schaffe ich eine bessere Messbarkeit, Bewertung, Optimierung nach qualifizierten Leads und Sales? Mit dieser Voraussetzung gibt es einen fließenden Übergang zur Optimierung von Google Ads nach Leadwerten, also wirklich nach Wert eines Leads und das halt im Zusammenhang mit einer entsprechenden ROAS-Geburtsstrategie. Als dritten Punkt habe ich euch noch ein Update mitgebracht, was die Trennung von B2B und B2C in Google Ads, aber auch in Microsoft Advertising angeht, um hier einfach dann auch langfristig Streuverluste zu minimieren. Vorab noch kurz, das Handout zu der Präsentation und noch ganz viel mehr Content zu B2B-Marketing, etlichen E-Books, das findet ihr auf diesem Link hier, den ich aber auch noch mal am Ende einblende. Beginnen wir mit dem Zusammenspiel von Google Ads und CRM-Systemen. Was ist überhaupt ein CRM-System? Einfach ausgedrückt, ein Customer Relationship Management System bezeichnet eine Software zur Akquise von Neukunden und zur Pflege von Bestandskunden. Im Endeffekt zur systematischen Gestaltung aller Interaktionen, Unternehmen und außerhalb. Und auch hier noch Side Fact, Excel und Outlook sind hier definitiv keine CRM-Systeme. Das habe ich auch schon alles erlebt in meiner Laufbahn. Viele CRMs haben Anbindungsmöglichkeiten an externe Marketing-Systeme und dann natürlich auch an Google Ads. Was haben wir aber überhaupt davon mit von dieser Verzahnung? Wie können wir mit dieser Verzahnung die Performance nachhaltig beeinflussen? Positiv natürlich. Und welche Möglichkeiten gibt es? In dieser Session gehe ich exemplarisch auf Salesforce und HubSpot ein und auf die Direktverknüpfung mit Google Ads. Bei anderen CRMs sind auch Direktverknüpfungen möglich. Wenn das nicht möglich ist, gibt es immer noch andere externe Tools. Zum Beispiel Zapier nutzen wir hier intern auch. Das ist so eine Art Verknüpfungstool, eine Schnittstelle und ist aber auch für andere Schnittstellen nutzbar, nicht nur für Google Ads. Eine typische Herausforderung im B2B. Das Marketing im Unternehmen sagt, wir haben 57 Leads über Google Ads reingeholt und freut sich. Sales sagt aber, ja, davon konnte ich aber nur 6 gebrauchen. Und genau von diesen 6 möchte ich natürlich mehr haben. Welches Ziel verfolgen wir also? In der nächsten Folie eigentlich mal gut auf den Punkt gebracht. Wir können in der Google Ads Oberfläche auch nach tatsächlichen Sales und Deals optimieren und gegebenenfalls auch nach Umsatz. Kanäle, Quelle, Medium können im CRM dargestellt werden, also die Herkunft der Leads. Die CRM-Daten können an Google Ads zurückgespielt werden und man kann in Google Ads optimieren nach Lead-Nurturing-Phasen. Lead-Nurturing-Phasen im Endeffekt Lifecycle-Stages, also die Phasen der verschiedenen Leads. Vorab, wie können solche entsprechenden Lifecycle-Stages, beziehungsweise auch Meilensteine genannt, im CRM überhaupt aussehen? Grundsätzlich haben wir ja verschiedene Lead-Lifecycle-Phasen, wie in der Grafik. Vom Lead über Marketing-Qualified Lead, Sales-Qualified Lead, Verkaufschance, auch Opportunity genannt, bis hin zum Deal bzw. Abschluss. Der Standard bzw. der Klassiker ist, wir erfassen die Leads im ersten Schritt, egal ob die jetzt hochwertig sind oder wertlos für Sales, mit Google Ads oder Google Analytics Tracking. Also das können dann Formularabsendungen sein als Beispiel und optimieren nach dieser ersten Leadphase. Das ist jetzt grundsätzlich nicht falsch, aber es geht viel besser.
zum Beispiel die Optimierung nach Opportunity oder Deal. Und CRMs haben im besten Fall alle Daten, auch nach dem Lead. Also alles, was bei MQL, SQL, Opportunity und Deal reingeschrieben wird. Und ja, ohne diese Verknüpfung können wir die Daten ja im Google Ads Account gar nicht sehen. Und hier kommt diese Verzahnung ins Spiel. In unserem Case oder unserem Beispiel haben wir eine Direktverknüpfung mit Salesforce und Google Ads umgesetzt. Bei der Konfiguration einer Direktverknüpfung müssen wir verschiedene technische Anpassungen auf der Webseite und in Salesforce vorgenommen werden. Im Prinzip wird hier die Click-ID, die Standard-Click-ID von den Anzeigen zur Webseite und von da aus per Formular an Salesforce weitergegeben. Salesforce und Google Ads können dann auf diese Weise synchronisiert werden. Wenn die Verknüpfung in Google Ads mit Salesforce erstellt ist und die technische Umsetzung an Webseite, Formularen, CRM abgeschlossen ist, dann können wir die verschiedenen Lifecycle-Phasen, Meilensteine aus Salesforce importieren. Und das geht direkt über den Conversion Import in Google Ads. In unserem Case, den ich mitgebracht habe, haben wir bis zu 8 Lead-Phasenschritte von 1 Lead neu, also eine Formularabsendung, den Lead-Eingang, in Salesforce, bis hin zu 8 Opportunity gewonnen. Da ist tatsächlich auch schon die Rechnung an den Kunden rausgegangen. Der Sale hat stattgefunden. Alle Schritte werden importiert und können dann auch später im Google Ads Konto angezeigt werden durch benutzerdefinierte Spalten, zum Beispiel auf Kampagnen, Anzeigengruppenebene oder Keyword-Ebene. Diese Conversion-Aktionen werden dann in den entsprechenden Kampagnen, in den Kampagneneinstellungen zugewiesen. Als Beispiel, eine Kampagne wird Lead neu bekommen, also den ersten Schritt zugewiesen bekommen. Eine Kampagne kriegt Opportunity Qualifizierung. Warum wir hier nicht direkt auf diese Opportunity aus gewonnen gehen, auf diesen letzten Schritt, das macht eigentlich die nächste Folie klar. Denn es gibt 2 Bedingungen oder Voraussetzungen dafür. Wir brauchen genügend Conversion-Daten auf Kampagnenebene, damit überhaupt smarte Gebotsstrategien funktionieren. Außerdem sollte die ausgewählte Conversion-Aktion für die Gebotsstrategie sehr nah an dem Deal sein, also an dem Abschluss. Das sind 2 Voraussetzungen eigentlich dafür, dass das gut funktioniert. Bei den Conversion-Daten empfiehlt hier Google mehr als 15 Conversions in den letzten 30 Tagen bei den meisten Smart-Bidding-Strategien. Wir würden eher sagen, das ist ein bisschen mau. Wir brauchen da eigentlich mehr Daten, damit das gut funktioniert. Eher mehr als 50, wobei hier mehr auch besser ist. Opportunity gewonnen hat hier leider nicht genügend Conversion-Daten für eine Smart-Bidding. Conversion-Aktion 5, Opportunity-Qualifizierung, hat aber genug und deswegen weisen wir die einer Kampagne zu. Als Gebotsstrategie in unserem Case haben wir dann erstmal Conversion maximieren genommen. Man könnte dann auch nach einer Ziel-CPL-Strategie optimieren. Und im nächsten Schritt heißt es dann Daten sammeln und man könnte eventuell dann sogar umstellen diese Kampagne auf das Opportunity-Angebot, wenn das genügend hat. Also immer weiter näher in den Sale reingehen. Was ist nonoch ein nicht ungewöhnliches Problem zwischen dem SEA-Manager, dem Marketing und Sales? Ein SEA-Manager schaut sich im Google Ads Account und im Google Analytics die Leads an oder die Conversions. Der Marketing-Ansprechpartner schaut sich die Leads in Salesforce an. Und der Vertrieb, der hat ein Hauptaugenmerk auf die Opportunities. Hier kann es halt oft, da auch aus eigener Erfahrung, oft zu Missverständnissen kommen, nicht ausgeschlossen können, da halt auch so Kommunikationsprobleme, Ziel- oder Reporting-Probleme. Wenn wir aber ehrlich zu uns sind, hat ja eigentlich der Vertrieb recht sogar, ne? Was nützen sehr viele Leads, wenn daraus keine Opportunities oder Sales resultieren? Mit dem Step der Verzahnung der verschiedenen Systeme können sich alle Beteiligten die gleichen Messwerte anschauen und danach optimieren. In unserem umgesetzten Case sehen wir da eine positive Entwicklung nach der Umsetzung, eine höhere Lead-Anzahl, also in der ersten Phase, und aber auch eine höhere Opportunity-Anzahl bei gleichzeitig niedrigeren Kosten pro Opportunity. Da, weil wir davon ausgehen, dass Google jetzt nach dieser Opportunity optimiert und nicht nur nach dem Lead.
Differenz zwischen Tabelle 1 und der Tabelle links unten lässt sich durch Cookie-Banner und Analytics erklären. Dadurch ist Analytics dann oft auch nicht vollständig genug. Wie sieht das Ganze in HubSpot mit Google Ads aus? Hier ist die Direktverknüpfung der beiden Tools relativ simpel, also viel einfacher als eine Salesforce-Verknüpfung. Das sind 2, 3 Klicks, dann hat man das eigentlich schon umgesetzt. Wichtig und zu erwähnen ist hier ein Zielgruppenexport, den man machen kann, und aber auch ein Event-Export zu Google Ads. Außerdem ist es möglich, Kampagnenanalysen zu fahren, Reportings, direkt in HubSpot, weil die Google Ads-Daten auch in HubSpot dargestellt werden. Ich reporte selber zum Beispiel oft auch an den Kunden direkt aus HubSpot und gar nicht mehr aus Google Ads. Das ist im Endeffekt ganz simpel. Mit einer entsprechenden Berechtigung ist das innerhalb von ein paar Klicks eingerichtet für Google Ads, aber auch für andere Werbeplattformen wie zum Beispiel LinkedIn oder Facebook. Die Synchronisierung geschieht hier automatisiert, auch mit Parametern. Dann relativ neu die Funktion in HubSpot Zielgruppen. Wir können hier Kontaktlisten zusammenstellen und Remarketing-Listen anlegen, die dann einfach zu Google Ads exportiert werden. Beispiel hier, ein potenzieller Kunde war da, es war ein schlechter Zeitpunkt für ihn, der wird von Sales markiert als Bad Timing und der wird dann später erneut angesprochen, zum Beispiel auch mit Google Ads. Und dann das Wichtigste, eigentlich auch für diese Session, die HubSpot Events. Verschiedene Lead-Phasen für den Export zu Google Ads sind möglich. In Salesforce waren das zum Beispiel die meisten Meilensteine oder Lifecycle-Stages. Hier heißt es Events. Die Definition geschieht nach bestehender HubSpot-Konfiguration dieser einzelnen Phasen. Und so sieht das Ganze aus, wenn wir für alle Lead-Phasen in HubSpot ein Event erstellt haben und diese dann automatisch in den Conversion-Aktionen in Google Ads auftauchen. In dem Fall von Lead, also dem ersten Schritt, bis hin zu Kunde, Abschluss. Man kann hier nun weiter nach Anzahl von Leads oder MQL oder SQL optimieren. Aber wir betrachten uns im nächsten Schritt den Wert, der dahinter stehen kann. In der Spalte rechts sieht man auch schon die Conversion-Werte, die wir zusätzlich mit übergeben, um dem Ganzen einen Mehrwert zu geben. Genau, Mehrwert. Dieses Stichwort führt uns direkt zu einer smarten Geburtsstrategie, mit der wir nach dem einzelnen Wert der einzelnen Phasen der Lead-Phasen optimieren können. Was ist eine ROAS-Geburtsstrategie? Die Mechanik ist ja eher aus dem E-Commerce bekannt, hier hoffentlich Standard. Im B2B kann es zu deinem neuen Standard werden. Also der Return on Advertising Spend, so genannt, misst die Rentabilität von Werbeausgaben. Also im Endeffekt der Umsatzwert durch Kosten mal 100, das wäre der ROAS in Prozent. Zusätzlich zur Verzahnung der verschiedenen Lead-Phasen mit Google Ads gibt es hier die Möglichkeit, jedem Lead-Schritt einen Wert zuzuweisen. Die Verknüpfung von Google Ads und dem CRM ist dann halt für den Case natürlich die Voraussetzung. Wir können also in Google Ads auch nach tatsächlichen Sales und Deals optimieren und nach Umsatz. Das geht vom Schritt 1, Vergabe der Lead-Werte, bis hin zur Implementierung der ROAS-Gebotsstrategie. Dann als Ziel natürlich den ROAS Step-by-Step zu steigern. Und hier hat man die Vorteile, wir haben schneller mehr Daten, weil es der Wert ist. Und wir haben grundsätzlich einen Fokus auf den Wert der Leads. Der Google-Algorithmus geht dann nach Wert, berücksichtigt alle Lead-Phasen dabei. Vergabe der Conversion-Werte. Das kann direkt in HubSpot bei der Event-Erstellung, zuvor erwähnt, passieren. Oder auch manuell in Google, direkt in Google Ads, an der jeweiligen Conversion-Aktion. Welche Werte geben wir aber welcher Lead-Phase? Wir fangen in dem Case mit dem Deal-Wert an. Das ist hier HubSpot-Kunden, das ist der letzte, der Abschluss. Die Abschlussphase hat einen Wert von 6.300 Euro. Dieser Wert ist nicht fiktiv, das ist ein Durchschnittswert der bestehenden Kunden. Und wir schauen uns dann nach diesem tatsächlichen Wert dann die Conversion-Raten zwischen diesen einzelnen restlichen Phasen an
und rechnen die Werte für die restlichen vier Phasen einfach runter. In dem Fall Conversion Rate ist hier zwischen MQL und SQL relativ niedrig. Deswegen haben wir auch eine hohe Differenz beim Wert. Genau andersrum ist es bei Schritt zu von Opportunity zu Kunde. Zusätzlich kann man natürlich auch Mikro-Conversions mit reinnehmen, sowas wie PDF-Downloads oder sowas. So sieht das Ganze dann ausgefüllt aus und da geht es nach einiger Zeit des Datensammelns an die Implementierung der ROAS-Gebotsstrategie, die wir nutzen wollen. Zuvor sollten aber dieses Mal alle Conversion-Aktionen zur entsprechenden Kampagne hinzugefügt werden und nicht nur eine, wie im ersten Case. Wie erstellen wir jetzt eine ROAS-Gebotsstrategie? Also wir schauen uns den durchschnittlichen ROAS der letzten 30 Tage an, auf Kampagnenebene, ganz wichtig, und definieren daraufhin den Ziel-ROAS der Kampagne. Danach versuchen wir den Ziel-ROAS und dann auch tatsächlichen ROAS stetig zu steigern. Hier haben wir im Beispiel 520%, das ist der Durchschnittswert ungefähr der letzten 30 Tage, dann kann man daraufhin den Ziel-ROAS erstmal auf diesen Wert legen oder sogar ein bisschen niedriger, dass man hier erstmal, dass der Algorithmus, der Google-Algorithmus erstmal ins Arbeiten kommt und dann in den nächsten Wochen daraufhin erhöht man schrittweise diesen Ziel-ROAS, um auch mehr Return on Ad Spend zu bekommen. Wir optimieren dann nicht mehr nur nach der ersten Lead-Phase oder nach einer gewissen Phase, sondern berücksichtigen alle Lead-Phasen und deren Werte. Google gewichtet die Signale dann auf Basis der durchgeführten Conversions und Werte unterschiedlich stark. Die absoluten Opportunities und Sales sollte man natürlich weiterhin im Blick halten. Was ist aber, wenn wir nicht genügend Conversion-Daten für Smart Bidding und Automatisierung zur Verfügung haben? Ja, neben den ganzen anderen Maßnahmen wie Usability-Optimierung, Conversion-Rate-Optimierung auf der Seite, ist die Generierung von Traffic und Soft-Leads auf Content-Seiten eine Möglichkeit. Und dazu gehören unter anderem sowas wie Case-Studies, Downloads, Checklisten, Webinare, Studien und so weiter, überall, wo der User seinen Kontakt lassen kann. Danach, durch einen ausgeklügelten Marketing-Automation-Prozess, können diese Soft-Leads durch Automatisierung dann zum Sale gebracht werden. Wenn ihr hierzu weitere Informationen benötigt oder wenn ihr das Problem habt, auch nicht genügend Conversion-Daten für die Maßnahmen davor zu haben, dann bieten wir hier auch mehrere E-Books an, gerade zum Thema Lead Scoring, Lead Nurturing, Marketing Automation. Die haben wir für euch bereitgestellt und den Link dazu gibt es auch nochmal am Ende der Session. Also, die Verzahnung mit dem CRM steht. Die Optimierung von Google Ads geschieht nach Lead-Phasen nah am Sale oder es wird eine Value-Bidding-Strategie verwendet, wie gerade genannt, eine ROAS-Strategie. Jetzt geht es auch noch darum, unnötigen Ballast abzuwerfen, und zwar die nicht relevante B2C-Zielgruppe, die wir ja gar nicht ansprechen wollen. Stichworte sind hier Targeting verfeinern. Also ein Tipp dazu ist die B2B- und B2C-Trennung nach Keywords, Targetings und auch Zielgruppenlisten. Ziel ist hier Streuverlust senken, den relevanten Traffic steigern, im Endeffekt Kosten sparen. Das geht einmal natürlich durch das Wording in den Anzeigentexten. Da kann man auch schon mal B2C rausfiltern mit direkt Auswahl der Keywords, das wie Fachbegriffe für B2B und die Zielgruppenlisten für Search-Kampagnen, wo wir uns gleich darauf konzentrieren. Ein Beispiel zu Anzeigentexten wird Ihnen bekannt sein, Minimseer, Zielgruppenansprache in Anzeigentexten. Hier können wir halt durch dieses Wording für Unternehmen, also für B2B, schon mal unnötige Klicks rausfiltern. Hier lieber zu Lasten der Klickrate gehen, als Geld für unrelevante Webseitenbesucher rausschmeißen. Dafür ist erfahrungsgemäß dann oft auch die Conversion Rate etwas höher für die Besucher, die draufklicken.
Ja, Keywords, spezifische Fachbegriffe natürlich, wenn es für diesen B2B-Dienstleistung oder Produktbereich gewisse Begriffe gibt, die wichtig sind, die auch nur von anderen Unternehmen gesucht werden, sollte man die natürlich einbuchen, wenn die Suchvolumen haben. Man könnte Wettbewerber Brand-Keywords einbuchen und damit die Marke ansteuern und hier vielleicht noch ein bisschen Traffic und Leads abluchsen. Man sollte auf jeden Fall Broadmatch vermeiden, das pullt oft den CPC noch höher und ja, senkt gerade nicht den Streuverlust, sondern macht eher so den Streuverlust noch viel höher. Auch um den Streuverlust zu senken, sind natürlich auszuschließende Keywords wichtig, sowas wie Job, Ausbildung, Weiterbildung, günstig vielleicht eventuell, was bedeutet, also sehr, sehr informationelle Sachen und diese Liste geht halt unendlich weiter. Ganz interessant aber, ein Targeting auch bei Search-Kampagnen zu hinterlegen. Man kann Google Audiences und natürlich auch Remarketing-Listen, zum Beispiel aus dieser HubSpot-Zielgruppenverknüpfung oder aus Google-Zielgruppen, auf Ausrichtung hinter die Search-Kampagnen legen. Die Search-Kampagnen haben dann zum Beispiel generischere Keywords, sind aber dann trotzdem schon mal eingeschränkter, weil diese Zielgruppe auf Ausrichtung dahinter liegt. Damit können wir dann auch nur diesen Zielgruppen Search-Anzeigen anzeigen. Streuverlust wird minimiert, B2C-Anteil wird gesenkt. Genau, in der zweiten Grafik auch noch das Ganze mit Remarketing natürlich. Jetzt aber auch ein interessanter Fall. Da gibt es noch eine neue Beta von Google, die Ausrichtung nach demografischen Merkmalen, Charakteristik, so heißt das Ganze. Nach Branche und Unternehmensgröße. Das gibt es sogar gerade nur für Search-Kampagnen, leider noch nicht im Display. Hoffentlich wird es noch ausgerollt. Wir hoffen natürlich, dass Google diese Beta ausbaut und noch verfeinert, weil es jetzt sehr, sehr rudimentär. Aber es ist eine Chance, nochmal mehr einzugrenzen. Als zusätzliche Information zu Google Ads, die oft sehr, sehr unterschätzt wird, es gibt sowas Ähnliches auch schon was länger in Bing. Mittlerweile Microsoft Advertising genannt. Hier können LinkedIn-Zielgruppen direkt angesprochen werden mit Suchanzeigen. Sogar auf Unternehmensebene und Branchenebene. Remarketing ist hier natürlich auch möglich. Zum einen gibt es hier jetzt die brandneue Möglichkeit, auch Display-Kampagnen auszurichten, auch nicht nur im US-Markt, aber jetzt auch teilweise schon im deutschen Markt. Ja, es gibt halt da die Möglichkeit, auch dieses Microsoft Audience Network, das Pendant zu GDN Network in Google, ja, da zu schalten und das auf die verschiedenen LinkedIn-Zielgruppen auszurichten. Hier können direkt Unternehmen zum Beispiel angesteuert werden, also LinkedIn-User, die diese Unternehmen in ihrem Profil angegeben haben und die vielleicht auch eine Branche ausgewählt haben. In unserem Beispiel wäre dies dann eine Kombination aus Automotive, Daimler, Mercedes und der Branche Automobil bzw. industrielle Automatisierung. Das kommt alles aus LinkedIn und kann direkt in Search-Kampagnen oder auch in Display-Kampagnen mit Bing angesteuert werden. Und noch eine dritte Möglichkeit, die Stellenfunktion. Es können darüber hinaus zu den anderen beiden Punkten ergänzend auch Stellenfunktionen angesteuert werden, was hier die Zielgruppe nochmals verfeinert. Das Ganze funktioniert auch für Bing Search-Kampagnen. Bis jetzt nur auf Beobachtung bzw. mit Gebotsanpassung. Da kann man aber einen kleinen Trick für die Bing Search-Kampagnen anwenden, wenn man diese Zielgruppen auch nutzen will. Denn man kann zum Beispiel den manuellen CPC sehr niedrig setzen und dann eine Gebotsanpassung an der Zielgruppe auf 900% setzen. So können wir fast sicherstellen, dass auch im Suchnetzwerk nur diese Zielgruppe bespielt wird. Grundsätzlich sollte man also Bing, Microsoft Advertising nicht unterschätzen, vor allem nicht die Verzahnung mit LinkedIn. Das sollte man unbedingt mal testen. Zusammengefasst, also wir haben die Verzahnung mit den CRM und Marketingkanälen um Messbarkeit, Bewertung, Optimierung nach qualifizierten Sales sicherzustellen. Wir haben die Optimierung von Google Ads nach Leadwert, also Zielroas, auch bei Lead-Generierung.
Trennung von B2C und B2B, also um ein besseres Targeting zu gewährleisten und weniger Streuverluste. All diese drei Punkte sind im Zusammenspiel, denke ich, schon mal einen großen Schritt in die Richtung mehr Leads. Nicht nur mehr Leads, sondern auch in die richtige Schritt, der richtige Schritt in die Richtung mehr bessere Leads, also hochqualifizierte Leads. Der Best Case wäre, das Marketing ist im Unternehmen glücklich, der Vertrieb kommt ins Schwitzen, nicht nur wegen der Temperatur, sondern auch wegen den Leads und Opportunities und ist glücklich und die Geschäftsführung ist auch damit glücklich. Und das macht natürlich uns als Morefire auch glücklich. An dieser Stelle bedanke ich mich schon mal für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass hier einige viel neuen Input und Möglichkeiten mitbekommen haben. Und ja, wie besprochen, hier nochmal der Link zu unserem Handout. Und da gibt es viele kostenlose E-Books, das Handout, ganz viele weitere Informationen auch zum Thema Marketing Automation.